Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der Nordfriesischen Marsch mit mir, den Stevie. So, dich könnten... Ich haben wir gerade zum Auffüllen geschickt und... Ist der Roboter unterwegs? Nein. Dann können wir noch ein bisschen reinfahren. So, das passt schon und... Müsste auch nichts mehr reingeben. So, hier wird Wasser transportiert für das... Jetzt Gewächshaus. Hier hatte ich zwischen den Folgen Hühnerfutter reingefahren. Und hier habe ich mir überlegt, wir brauchen das zweite Gewächshaus hat Kartons und Paletten. Das dritte hat es auch. Und beim vierten wollte ich jetzt Paletten rein. Füllen und leere Holzkisten, weil für die Kürbisse würde ich sagen wieder 60.000 habe ich. Oh, ich habe nicht auf Aufladen gedrückt. So, dann machen wir in dem vierten Gewächshaus halt. Kürbisse rein. Wollte es nämlich schon im dritten machen. Aber da hatte ich ja dann schon Kartons drin. Also die kriege ich ja nicht wieder raus. So, dann haben wir hier wieder 60.000 Paletten und 60.000 Kartons. Ab zum Gewächshaus 4. Herbizide schütt gut. Wasser, nee, würde sagen dann Flüssigdünger und Herbizide. Somit haben wir im ersten Gewächshaus Brombeeren drin, im zweiten Tomaten, in dem dritten Pilze und in dem vierten die Kürbisse. So, und er fährt jetzt nochmal rum. Pflanzenschutz, also Flüssigdünger haben jetzt alle vier. Jetzt muss noch Herbizide kommen für das zweite Gewächshaus und dann auch für die beiden anderen, die noch nicht angeschaltet sind. Sollten wir aber kurz vor 1 auch anschalten, damit die elektrische Ladung kommt. Und auch in dem Dreien habe ich, glaube ich, einmal zu viel Wasser reingefahren. Da sind es schon 96 drin. Und hier gab es irgendwann mal einen Unfall. Deswegen stehen die hier ein bisschen komisch drin. So, einmal. So. Und gut, passt. Sieht auf jeden Fall einen vernünftig aus. Der dürfte noch einmal fahren fürs Gewächshaus 4. Was kannst du denn fahren? Gerste würde ich erstmal Gewächshaus 2 hat elektrische Ladung. Moment mal, nicht voll.
Dann haben wir hier noch auf Verkaufen stehen. Einlagern. Direkt verkaufen, ja. Da müssen wir umstellen auf Verteilernehmen. Sonst haben wir da irgendwo Probleme. Ach, jetzt hat er doch, sich doch nicht aufgefüllt. Dann muss ich doch Pflanzenschuss Wasser sagen. Oder ist hier nichts mehr drin? Dann hätte ich jetzt Problem. Doch 215.000 sollten drin sein. Nur hier habe ich bisher dahin geschickt. Machen wir mal da. Dann wird das Gewächshaus 2 auch geboostert. Und im Prinzip können wir hier schon einschalten, finde ich. So, okay. Da wollten wir, das war Kartons. Hier kommen also die Pilze hin. Aktivieren. Und Gewächshaus 4 kommen Kürbisse hin. So hatten wir das geplant. Vier fehlen die. Aber die sind ja alle so weit unterwegs. Elektrische Ladung fehlt bei beiden und Herbizide auch. Dann kriegen wir heute mindestens noch das zweite am Laufen. Und dann mal schauen. Oh. Da drängelt sich der LKW jetzt vor, aber der dürfte ein bisschen schneller sein als der Traktor. Und dann kann der, oh, die werden sich gleich in der, an der Kreuzung wieder treffen. Das geht nicht gut, glaube ich. Und das passt. Fährst du auch weiter? Ja, dann war doch alles gut. Dann kann der Wassertransporter gleich Methan fahren. Da dürften wir auch ein bisschen haben, aber mal sehen. Methan. Standorte. Bei Bohrinsel haben wir 800.000. Ich weiß, Holzkohlefabrik. Was geht denn da rein? Holzkohle, hier Methan. Nur 50.000, also brauchen wir eine Ladung da reinfahren.
Wie weit ist denn schon der LKW mit den Paletten? Ach, der hängt hier. Der hat diesmal nicht die Kurve gekriegt. Okay. Da sind auch ein paar Kisten schon abgehauen, wo sie eigentlich nicht hingehören. Hier gehören sie nämlich hin. Dann würde ich sagen, dann gehst du erstmal wieder zurück. Zentrallager, Palettenausgang. So, dann elektrische Ladung und Herbizide fehlt bei 3 noch. Gut. Wenn wir voll haben, soll es auch genügend elektrische Ladung da sein. Was ist denn hier an elektrische Ladung reingekommen? Nur 1800. Da sind die 141 Holzkissen. Die werden wir auch nie rauskriegen. Drin. Es sei denn, wir werden hier ein bisschen Kürbisse einstellen. Aber so, da sind beide. Der sollte jetzt hier beim zweiten Herbizide abladen. So, und wenn er das tut, dann werden wir ihn hier umstellen auf 3. Und ihn dann sofort wieder losschicken. Und wenn wir elektrische Ladung sogar hätten in den beiden anderen, dann würden die auch schon produzieren. Weil Herbizide ist ja nur ein Booster quasi. So, der Wassertransporter ist aber fertig, genau. Dann stellt er sich da auch nicht im Weg. Und wir können ihm jetzt sagen, er soll eine Ladung Methan von der Bohrinsel zur Holzkohlefabrik fahren. Eingang da bitte hin. Einmal. Dann werden wir vielleicht noch ein kleines Gewächshaus lassen für Setzlinge zur Produktion, weil ich glaube, da sollte ein kleines Gewächshaus ausreichen. Mal gucken, wann die ersten Gewächshäuser hier eben aufhören zu arbeiten. Silage. Und dann kannst du doch Silage fahren.
Silage vom Fermenter Ausgang zur 2 Megawatt Anlage, lose Eingang. Aber dann unendlich. Er ist auf dem Rückweg, der auch. Und er fährt ja hier am laufenden Band hin und her. Crash-Eis ist beim Fischer 2. Wird verlangt. Was geht denn da eigentlich rein? Vielleicht können wir ja mit dem Sprinter fahren. Okay. 100.000 passen rein. Crash-Eis. Ich glaube, da habe ich auch noch nichts eingelagert. Crash-Eis. Da ist es. Standorte. Nur Eisfabrik. Wir könnten 30.000 hier reinfahren, aber wir könnten auch mit dem Sprinter fahren und jeweils 20.000 dann im Fischer 2 und im wahrscheinlich auch im Fischer 1 reinhauen. Dann dürften die auch aus der Liste rausfallen. Fahr mal zur Eisfabrik. Palettenausgang. Na, gucken, ob du sich die gleich auffüllst. Ja, du musst ja du musst ja ein Stück weiter zur Bohrinsel. Und er fährt die ersten 60.000 Silagen zur BGA. Fischfutter wird auch wieder, aber gut, das sind Produkte, wo wir uns am Minimum bewegen. Mach aus. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er sich so jetzt auffüllt. Ich glaube, vorher hat er sich immer hier von den Separatoren aufgefüllt. Da sehen wir es nämlich. Ist da noch so viel drin? Okay. Ja, gut, dann. Dann haben wir Pilze gleich auch. Bis auf Strom voll. Und dann werden wir auch bis 13 Uhr Kürbisse mit Herbizide voll haben. Also haben wir die ersten vier Gewächshäuser komplett bestückt und quasi die produzieren.
Hier, das kann man irgendwie wegmachen, diese Schienen. Aber hier an diesen, hier muss man quasi draufklicken, dann könnte man die Schienen ab hier wegmachen. Dann hätte man hier noch einen Weg. Müssen wir Land gewinnen? Ich glaube, uns gehört ja noch nicht alles. Und wie gesagt, hier vielleicht noch eine zweite Fischschucht vielleicht. Dann wäre na gut, wenn die Schienen hier weg wären. Aber ich finde, solange wir das noch nicht brauchen, können wir die hier noch lassen. Erst bei Eisfabrik, okay. Dann gehen wir dann dahin. Bitte 4 Paletten. Und dann bitte zum Hafen. Fischer 2 Paletten da. Wie weit ist der Tankwagen? Der ist noch nicht so weit, hat aber Methan bereits geladen. Die BGA kriegt aber jetzt Silage. Ja, das haben wir gesehen. Der Punkt ist immer weiter nach hinten gegangen. Blumenkohl Mix 1. Haben wir jetzt das erste Gewächshaus, was eigentlich eben das kleine betrifft. Mix 1 dürfte aber Erde oder Kleie sein, richtig? Das müsste auch... Nee, das ist Rotkohl, gegenüber ist Blumenkohl. So, Kleie. Wir kriegen Paletten nicht raus, wir kriegen Kartons nicht raus, oder? Ne, wir machen doch richtig. Produktion. Blumenkohl, Leerpaletten kriegen wir trotzdem raus. Setzlinge auch. Also, Kartons kriegen wir nicht raus, die Leerpaletten würden wir rauskriegen. Saatgut auch nicht. Dann würde ich sagen, elektrische Ladung auch nicht. Dann wärmen wir den noch ein bisschen mit Erde bestücken. Sobald die Kleie weg ist. Sodass der ruhig noch weiterarbeiten kann. Und wenn mehrere Sachen aus sind, wie zum Beispiel Kartons oder Saatgut, dann werden wir gucken, ob das noch Sinn macht, vielleicht auch ohne dann einen Booster zu machen. Dann werden wir das auch machen. So lange wie möglich die am Laufen zu halten. Zusätzlich natürlich zu denen. Wir können auch schon wieder mal 2 hinsetzen. So. Weil wir brauchen noch Salat und Blumenkohl, Rotkohl haben wir ja beides noch nicht. Nee, war ja richtig. Wollte nur erstmal malen, dass wir hier unsere Abstand ungefähr halten.
glaube, das war das so. Und dann können wir hier Gewächshäuser. Was da? Mal gucken. Ich hatte auch immer noch nicht geguckt, ob die gleich mit dem anderen auch. Malen hier hin. Produktion, Gewächshäuser, zack. Haben wir zwei schon wieder aufgebaut und er ist hat drei gefüllt und bekommt jetzt die Ansage 4. Dann haben wir 6 schon hier. Wir brauchen aber wenigstens 8, weil Erdbeeren und Salat ist auch noch da. Wenn wir in den beiden Rotkohl und Blumenkohl reinfüllen. Was haben wir hier noch? Hier sind Pilze, die haben wir schon drüben. Himbeeren fehlen auch noch. Ansonsten müssten wir dann alle haben. Kürbisse haben wir. Salat haben wir gesagt, fehlt noch. Erdbeeren fehlen noch. Also fehlen noch 3 Gewächshäuser aufgebaut da drüben. Wenn wir die beiden, die wir jetzt aufgestellt haben, für Rotkohl und Blumenkohl verwenden, brauchen wir noch für Erdbeeren, Himbeeren und Salat. Dann können wir die doch jetzt auch alle mal platzieren. Dann brauche ich auch noch einmal in die XML schauen. Die dürften ja alle untereinander stehen. Dann machen wir hier wieder malen. Gehen wir ein bisschen weiter hier in die Mitte. So. Dann Produktion, Gewächshäuser. Die großen. Ist noch ausgerichtet. So, dann wieder malen. Produktion, Gewächshäuser, zack. Also das war 1. Zwei. So viel haben wir nur nicht an Paletten, also das
Kann ich schon mal sagen. Wir haben jetzt die vier Stück mit jeweils 60 voll gemacht. So, was haben wir denn? Also zwei kriegen wir auf jeden Fall noch dahin. Wenn nicht sogar drei. Bisschen was hast du wohl schon abgeladen. Dann fahr mal dahin. So, hier sind 20.000 reingekommen. Dann lassen wir den erstmal da stehen. Weil der Methan hat, glaube ich, auch schon abgeladen, richtig? Der ist leer. Genau. Dann kannst du bitte... Silage wird weiter befüllt. Crash-Eis. Ach so, da ist es auch für Fischer 1. Schafstall 2, Deiche braucht Nahrung, aber Kalkwerk braucht Wasser und dann Diesel. Okay, dann mache ich jetzt erstmal Wasser. Vom Klärwerk. Fahr schon mal los zum Kalkwerk. Wassereingang. Mach ruhig unendlich erstmal. So 3, 4, 5 Ladungen können da ruhig rein. Und wir haben nach 13 Uhr, also dürfte unsere zwei Gewächshäusern, die noch gar nichts hatten, auch ein bisschen was bekommen haben. Oh, das ist jetzt hier. Elektrische Ladung. Ja. Gut. Wir haben 100.000 Platz. Wir haben jetzt 5.000 drin. Bei 3 auch 5.000, dann müssten bei 2 wahrscheinlich irgendwie 7.000 sein, richtig? Ja, ungefähr, weil der hatte ja schon irgendwie 2.000. Also haben wir die ersten vier Gewächshäuser, großen Gewächshäuser voll. Da ist nur Wartung drin. Aber wir haben schon 744 Kürbisse, 923 Pilze. Alle Achtung, was haben wir schon? 2000 Tomaten und Brombeeren. Brombeeren so wenig? Warum haben wir Brombeeren nur so wenig? Wir haben doch alle Booster 200, 3000. Was haben wir hier? Haben wir auch 3000. Was ist denn los? Kann doch nicht sein. Wir hatten die Brombeeren doch eher angeschaltet. Warum haben wir jetzt hier nur... Ach, da sind nur 1000. Und hier sind 3000, richtig? Wir müssen ja dann umschalten. Also, wir müssen hier umgucken. Es gibt ja unterschiedlich. Bei Brombeeren gibt es nur 1000. Okay, und bei den Tomaten 3000. Ist das begründet? Oder... Da gibt es 3000, Brombeeren gibt es nur 1000. Okay.
Na, hat das einen Grund, warum es Brombeeren nur 1000 gibt und alle anderen Früchte 3000? Ich weiß nicht. So, du kannst dann mal wieder nochmal zur Eisfabrik fahren. Ist sie im Norden? Ach nee, die ist bei Standard. Palettenausgang. Ja, jetzt macht er auch das Gewächshaus 4 voll. Der kommt vorbei, dann wird er auch wieder fahren. Okay. Brauchen wir uns nicht drum zu kümmern. So, liebe Leute, das war's von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet morgen wieder ein hier auf der Nordfriesischen Marsch mit mir, den Stevie. Ciao, ciao.